and get some drugs. Hallo Leute, willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von dem neuen Let's Play auf meinem Kanal LS15. Ja. Wenn ich das aufnehme, wollte ich eigentlich die erste Folge hochladen. Ob es funktioniert hat, werdet ihr dann sehen. Ich kann für nichts garantieren. Und das erste, was wir kaufen, ist erstmal das größere Schneidwerk für den Drescher. Ja. Gerade eben noch da gesessen, gefragt, was ich machen könnte. Habe mich gefragt, was ich machen könnte, weil PC hat noch die Folgen gerendert. Ja, jetzt hat das gerade fertig gerendert. Da habe ich mir gedacht, nimmst du noch mal eine Runde LS15 auf, lässt du Minecraft erstmal ein bisschen links liegen. Ja. Dies müsste dann eigentlich am Mittwoch, glaube ich, kommen. Sollte am Mittwoch kommen. Bin ich mir nicht so sicher. Wer sich eventuell beschwert, dass wir hier OP-Start-Equipment haben, der soll sich mal bitte andere Let's Plays angucken. Und dann mal gucken, was die da für eine Start-Equipment haben. Ja, das, was die da an Start-Equipment haben, dann ist das hier, was ich habe, ein Furz gegen. Es könnte sein, dass es sogar noch ein bisschen am Hängen ist. Da müsste ich eventuell gleich nochmal einmal kurz eine Pause machen. Und einmal kurz die Video-Settings ein bisschen runterdrehen, dass auch rechts und links, naja, bei euch ist das nicht, aber bei mir sind rechts und links so Kanten, schwarze Kanten. Ist natürlich ein klein wenig nervig. Ah, der hat schon lange fertig da hinten. Ach ja, was mir auffällt jetzt erst, da unten steht der Füllstand, aber ich habe auf diesem Map dies mit diesem Hub deaktivieren. Ist nicht an auf dieser Map. Habe ich nicht angemacht. Weil ich zwei Dinge nicht weiß. A, wie es geht. B, wie ich das Hub, also diesen, oh Mann, wie heißt es denn? Die Konsole. Da ich nicht weiß, wie die an, da ich nicht weiß, wie man das machen kann, dass sie angeht. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wie das geht. Ja. Wenn ihr wisst, wie das geht, einfach reinschreiben in die Kommentare. Ich werde da mal gucken, dann kann ich es vielleicht mal anmachen, dann kann ich mal das Hub ausblenden, können wir mal mehr da unten mit den Dingens arbeiten. Ist natürlich im Trecker nicht drin. Beim Trecker müssen wir raten, wenn er voll ist. So, ich habe auch nicht vor, diesen Drescher hier ewig zu behalten, das steht fest. Allerdings verkaufen werde ich ihn wahrscheinlich auch nicht. So mal als Reserve, wenn man mal einen zweiten braucht, kann man den immer mal nehmen. Ich habe mir mal überlegt, als nächstes mal einen Lexion, einen Klaas zu nehmen. Weil ich von Klaas Mähdreschern dann halt doch sehr angetan bin. Von diesem war ich natürlich auch sehr angetan. Ich fand ihn sehr geil, als ich den das erste Mal gesehen habe. Und geil fand ich vor allen Dingen diese Funktion mit diesem Kennzeichen zulassen. Wusste ich gar nicht, dass er das hat. Naja, jetzt weiß ich es, jetzt kann man sich das ja mal gönnen. Ich glaube, der Drescher, den ich jetzt als nächstes haben will, also den ich als nächsten Mod mit reinnehme, der hat, glaube ich, auch das mit den Kennzeichen. Und dann werden wir mal kein Lipper, sondern Bielefelder Kennzeichen reinmachen. Also, sprich, Kennzeichen perfekt für diese Map. Ist ja Bielefeld. Wer die erste Folge geguckt hat. Ja, die erste Folge, wie gesagt, habe ich gerade durchgerendert. Wenn alles gut läuft, kriege ich die noch heute Abend hochgeladen. Und morgen früh veröffentliche ich dann. Dann kommt das hier, könnte am Mittwoch kommen. Wenn ich das heute Abend auch noch fertig mache, dann lade ich die beide in einem Rutsch hoch. Und dann hat sich das.
Guck, jetzt sind wir auch schon wieder 60% voll. Lenkrad gerade voll am Vibrieren. Ich weiß nicht, ob man das im Mikrofon hört. Das Mikrofon, was ich jetzt habe, wie gesagt, ist ein uralt Mikrofon. Hat seine besten Tage schon hinter sich. Deswegen, ich bin am Überlegen, ob ich mir ein neues hole. Ich hoffe, ich bin nicht am Übersteuern mit dem Mikrofon. Ich rede ganz normal nur, aber das ist übel laut. Seitdem ich das Mischpult davor habe. Ich bin auf jeden Fall lauter als der Gamesound. So viel steht fest. Ja, bin am Überlegen, ob ich mir vielleicht ein neues Mikrofon hole. Wahrscheinlich eher nicht erstmal. Erst dann, wenn das hier wirklich von den Ansprüchen her und von der Abonnentenzahl und so und von der Soundqualität nicht mehr ausreicht. Vorher kaufe ich mir nämlich nochmal ein neues Mischpult und dann wird das sowieso viel besser. Hoffe ich. Was heißt hoffe ich? Das Mikrofon ist halt nicht mehr das Neueste. Erwähne ich jetzt ungefähr schon zum dritten Mal, aber YOLO. Oh, mein Auge juckt die ganze Zeit. Kann ich nur auf einem Auge sehen, das ist echt kacke. Halt die Klappe, Handy. Oh, Alter. Da gucke ich jetzt nicht noch. Wartet mal kurz, ich muss mir mal kurz eben krass das Auge jucken. Das geht nicht. So. Oh ne. So. Man hat mir den Tipp gegeben, nicht in irgendeiner Folge, sondern als ich das wem gezeigt habe in meinem privaten Umfeld, er hat gesagt, ich soll mal mehr labern. Das Thema kommt jetzt zwar ein bisschen spät, aber ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen über diese Terroranschläge in Paris zu reden. Ist ja auch ein brandaktuelles Thema. Ja, meine Meinung dazu ist ganz ehrlich, ich habe nichts gegen Flüchtlinge. Stehen wir schon mal außen, das schließen wir schon mal aus. Aber man müsste doch schon mal besser, viel besser kontrollieren. Mist. Man müsste halt härtere Kontrollen reinmachen. Reinmachen, ja, klar. Man müsste härtere Kontrollen durchführen. So viel steht auf jeden Fall schon mal fest. Denn die Kontrollen, die es momentan gibt, ist halt einmal kurz gucken, Pass und alles. Ist Pass vorhanden, kommt der rein. Ja, ich habe übrigens gestern eine Stelle gefunden, eine einzige Stelle, wo es richtig geht. Ich glaube, die ist relativ weit vorne sogar. Hier. Zum vorderen Teil. Aber mal gucken, wie voll ist denn der Anhänger? No, 47%, das ist wenig. Wie gesagt, jetzt erstmal gucken. Jetzt gucke ich erstmal, wie teuer ist denn das größere Schneidwerk. Das kostet 38.000. Mais. Dreschen bringt jetzt meines Erachtens nicht so viel. Das hat 6,60, das hat 7 Meter. Das ist alles hier nur zum Maishäckseln. Hier ist auch nochmal ein 7 Meter. Hier haben wir, keine Ahnung, wie viel Meter. Ist mir eigentlich auch scheißegal. Warum geht's nicht? Mal weiter. So. Also das kaufen wir uns als nächstes.
38.000, ja, das müsste eigentlich schon mal hier direkt beim ersten Abfahren mit drin sein, ne? Weizen haben wir da gerade hier. Natürlich, und Weizen ist gerade auf dem Tief. Almhof, ich weiß nicht, was ein Almhof hier zu suchen hat. Genauso wie Bayerische Warengesellschaft. Was hat das hier zu suchen? Das ist, wenn das wirklich das Bielefeld ist, was ich kenne, dann liegt das in der Nähe vom Lipperland in Nordrhein-Westfalen und nicht in Bayern. Kartoffeln gewaschen sind hier auch drauf. 1286. 1200. Ja, gut, Almhof. Also, wenn wir es verkaufen, auf jeden Fall zum Almhof. Warum ist es bei mir? Ach, deswegen. Ja, bei meiner kleinen Alter. Okay, das könnte sogar sein, dass der hier gleich noch vor der nächsten Ladung sogar voll wird. Ja, bei der nächsten. Nee, der ist nicht an. Gut. Ist nur der Mähdrescher. So, der ist leer. Nicht den Anhänger wischen, das ist nicht so. Das ist nicht so gesund für den Anhänger. Und möglichst nicht den Schneidwerkswagen erwischen, für den ist auch nicht so gesund. Ich bin so ein Anti-Pro im Rückwärtsfahren. Mich sollte man in irgendwelchen Spielen, wo viel rückwärts gefahren ist, wird zum Einparken zum Beispiel. ETS 2, Hust, Hust. Sollte man mich nicht unbedingt fahren lassen. Zumindest nicht einparken lassen. Kommt nur Kacke bei rum. Ich konnte das mal nur per Pi. Ich konnte das nur mal per Spiegel auf der Tastatur. Mit Lenkrad konnte ich es natürlich auch mal mit Spiegel. Das kann ich jetzt nicht mehr. Das war dann im ersten ETS, wo es Dinge wie aus dem Fenster lehnen nicht gab. Jetzt kann ich einparken eigentlich nur noch mit aus dem Fenster lehnen und diesem Hilfsspiegel oben rechts. Traurig, traurig. Aber eins muss ich erstmal anmerken. Eins muss ich ganz ehrlich anmerken. Die Texturen in diesem Drescher sind oberhammergeil. Zumindest von diesem Bedienfeld und da so. Zum Beispiel, wie viel Hektar man geerntet hat und so, steht da ja alles. Aber eins finde ich scheiße. Dass der Joystick vom hydraulischen Fahrantrieb da hier, da wo der hier, dass der so verpixelt ist. Alles super Textur. Alles super geil. Nur dieses eine ist Schrott. Müll. Kannst in die Tonne treten, das Ding. Den Stick kannst du echt in die Tonne treten. Von der Textur her ist das echt nichts geworden. So. Nachdem wir das hier gedroschen haben, würde ich sagen, müssen wir erstmal gucken, dass wir das größere Schneidwerk kriegen. Weil ich habe absolut keine Lust, mit diesem Winz-Schneidwerk hier weiterzumachen. Ich weiß nicht, warum ich das am Anfang gekauft habe. Ich habe einmal ein Let's Play gesehen. Da hatten die auch diesen Drescher, aber ich habe nicht drauf geachtet, was die für ein Schneidwerk genommen haben. War ein Fehler. Ein eindeutiger Fehler. Okay, bei mir hängt es gerade ein bisschen. Also zwischen den Folgen jetzt, wenn die Folge zu Ende ist, in einer Viertelstunde ungefähr, werde ich mal kurz aus dem Spiel rausgehen und dann mal auf 720 Pixel runterstellen. Das mit den jetzt die ganze Zeit blinkt, nervt mich auch ein bisschen. Eigentlich könnten wir jetzt mal einen Helfer reinmachen. Aber das gönnen wir uns jetzt einfach mal nicht. Muss ja auch nicht immer sein. Na, dann haben das hier gleich auch fertig. Wenn wir uns erstmal einen John Deere schnappen. Kleines Gewicht davor. Ich habe kein kleines Gewicht, glaube ich. Und werde dann erstmal das Stroh einsammeln. Für die Kühe, die wir noch nicht haben. Aber ich pack's auf den Misthaufen.
wie ich im Elfer immer gemacht. Wenn ich Ballen gepresst habe und hatte noch Ballen über. Oder das waren die Ballen, die auf der Riverside Map oben an der Dingens gestanden haben. Aus Pro Farm, da diese eine Map, die dazu gekommen ist mit diesen New Holland Maschinen. Da habe ich immer diese alten Ballen, die da oben bestanden, genommen auf den Misthaufen geschmissen. Ganz cool fand ich auf der Map auch das Mistförderband. Wenn ich mich recht erinnere, war da ein Mistförderband. Ich bin mir aber nicht mehr ganz genau sicher. Ich frage mich, warum mir Dings immer anzeigt, dass da... Warum mir Open Broadcaster... Ja, ich nehme mit Open Broadcaster auf. Habe ich, glaube ich, letzte Folge schon mal erwähnt. Dass er mir da immer anzeigt, dass da irgendein Ton ist vom Mikrofon, obwohl da gehende Leere ist. Das verstehe ich immer nicht. So. Ja, einmal runter, einmal rauf. Dann haben wir den fertig hier. Vielleicht nochmal das da oben kurz wegmachen. Das mache ich dann aber eben mit Häckseln. Mit Strohhäcksler. Dann brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr diese Querreihe machen. Das wäre jetzt nur noch Verschwendung von, keine Ahnung. Man könnte diese Maschine sogar noch als Neumaschine verkaufen. Wenn der Mähdrescher nicht sowieso schon älter wäre. In echt wäre das jetzt noch eine neue Maschine. Na, im Praktikum habe ich vor kurzem abgeschlossen. Erfolgreich. Natürlich, wer hätte es gedacht. Bei einem Landmaschinen, bei einer Landmaschinenwerkstatt. Und da hat man mir gesagt, alles unter 2 Stunden ist Neumaschine. Also ab 2 Stunden ist es eine gebrauchte Maschine. Und man kann sie nicht mehr für einen Neupreis verkaufen. Aber bis 2 Stunden ist eine Neumaschine. Keine Ahnung, wie die auf Disc kommen. Ist mir eigentlich auch scheißegal. So, sind jetzt fertig. Eben eine Stroh hinten raus. Ach ne, da hinten. Warte, da muss ich einmal kurz hier Strohhäcksler anschmeißen. Dann fahre ich nochmal vor der Reihe hier lang. Was mir einfällt, was ich vergessen habe, mit ins Standard-Equipment zu packen, ist ein Kercher. Ich glaube, den brauchen wir eigentlich auch nicht im Standard-Equipment. Ist eigentlich auch egal. So, machen wir das hier nochmal eben weg. Auch noch mal ein paar Liter Getreide. Zack, noch mal ein bisschen Stroh dahin machen. Natürlich, jetzt steht der Trecker natürlich genau da vorne. Na, nicht ganz. So könnten wir hinkriegen. Eigentlich bin ich ein totaler Nicht-Fan von Stroh und so. Aber hier habe ich mir das mal angetan. Weil das in Let's Plays halt mehr Leute machen. Also in Let's Plays neigen die Leute dazu, Strohballen zu machen und so einen Scheiß. Ich bin gerade nicht so der Ballen-Fan. Seit dem 9er, um genau zu sein, schon nicht mehr. Deswegen fand ich das mit diesem Auto-Stack, dass der jetzt standardmäßig schon dabei ist, im 15er hier. Deswegen will ich nicht meine Bäume euch nicht zeigen. Deswegen finde ich das ganz gut mit dem. Und jetzt ist nicht der Anhänger schon eher voll als der Drescher leer. Das wäre natürlich jetzt ein Witz, ne? Nee, oder? Oh, ist nicht euer Ernst. Na gut, dann springen wir mal eben auf den Trecker. Fahren eben mal weg. Dann fahren wir das Krams mal eben die weg. Auf den Almo. Hoppala, was soll das denn jetzt? Natürlich erstmal einen Schneidwerkswagen wegkriegen. Das Gute ist, der Almhof ist direkt da unten.
Das heißt, wir brauchen 2 Minuten, bis wir wieder da sind. Bis wir wieder back in business sind. Back in business. Okay, wo ist die Abladestelle hier? Gut, auf dem Almhof könnte man natürlich auch noch was hinstellen. Ach du Scheiße, wie soll man das denn hinkriegen? Boah, Alter, wie soll man das denn hinkriegen? Wie hat der das gemacht? Kommt man da von der anderen Seite? Man kommt da nicht mal von der anderen Seite ran, das heißt... Ah, mal kurz andersrum. Ah, mal kurz die Kehrtrichtung. So, möglichst nicht den Pfeiler mitnehmen. Warte, geht eigentlich? Ja. Okay, nee. Ich krieg das nicht hin. Hoppala, was ist denn das da? Soll da eigentlich auch nicht so sein, glaube ich. So. Jetzt krieg ich's aber hin. Ja, geht doch. Na komm. Sag bitte, wir kriegen 38.000, dass wir uns das scheiß neue Schneidwerk holen können. Nee, oder... Mann. Falsche Richtung. Ist doch wohl jetzt nicht ernsthaft. 37.500. Geiler wäre es ja gewesen, 37.999, ne? Mit diesem Trecker hier werden wir auch noch einige Stunden Spaß haben. Na komm. Ja, klar. Nicht ehrlich. 560 Liter ist doch ein Witz. Kannst du auch keinem verkaufen. Meine Fresse, ey. So, ne, doch. Komplett rückwärts reinfahren, direkt schon. Da lohnt sich nicht mal mehr hier hinzufahren. Ja, toll. Wir können uns genau das Schneidwerk leisten, dann sind wir pleite. Naja, wir werden jetzt gleich erstmal den. Wir werden den jetzt erstmal kurz hier stehen lassen. Das wird schon mal kurz in den Drescher. Machen da mal schnell das Schneidwerk und alles wieder fertig. Und dann fahren wir mal kurz runter zur Farm 3, weil ich habe gesehen, da steht die Kartoffelwaschanlage. Also es ist so, das ist dann so mehr der das ist dann mehr so der Kartoffelhof. Müssen wir dann mal gucken. Irgendwann müssen wir auch mal Kartoffeln machen. Kartoffeln, obwohl. Ich bin gar nicht so in Kenntnis darüber, ob es hier Kartoffeln gibt auf dieser Karte. Okay, ich habe nichts gesagt. Wenn direkt nebenan Kartoffeln stehen, kann man davon ausgehen, dass es auf dieser Map Kartoffeln gibt. Standardmäßig. Also, verbaut. Nicht verbaut, Mann. Angepflanzt. Ja, sicherlich. Gut. Merkt euch, genauso sollte man das nicht machen. Aber wir könnten das eh mal eben... Ne, ich setze das jetzt nochmal einmal zurück. Maschinengeräte, Anhänger. Ich setze das jetzt einfach einmal zurück. Ja, will ich zurücksetzen, danke.
gerade eben zurückgesetzt. Lässt sich nicht zurücksetzen, okay. Alter, aber sonst geht's dir noch gut, oder? Okay, da müssen wir das Schneidwerk leider verkaufen. Macht nichts, dann verkaufen das Schneidwerk eben halt und kaufen dann direkt erstmal das neue. Jetzt weg, danke. Gut, jetzt haben wir 47.000, dann sind wir nicht ganz so krass in den Miesen, wenn wir jetzt nochmal das hier kaufen. So, haben wir direkt schon mal das neuere Schneidwerk. So, dann fahren wir gleich erstmal zum Händler. Ich wollte gerade sagen, hat er sich jetzt verbogen da? Fahren wir jetzt erstmal zum Händler. Mit dem Schneidwerkswagen natürlich. Und ja, noch, eigentlich könnte ich Stroh demnächst einfach auf den Feldern liegen lassen. Also häckseln, weil momentan sind wir eh noch nicht drauf angewiesen. Und warum soll ich das eigentlich machen, wenn ich eh nicht drauf angewiesen bin? Ist dann natürlich immer so eine Frage der Logik, ob das jetzt was bringt oder ob es nicht bringt. Ist, wir können, da es hier keinen Verkehr gibt, können wir den Schneidwerkswagen gleich einfach da vorne vor die Einfahrt stellen und dann einfach das Schneidwerk da drauf packen und dann hat sich das. Weiter. Ich vertue mich da manchmal mit der Straße, dass ich immer einen zu früh, dass ich mal ab und an einen zu früh reinfahre. Ist natürlich immer sehr Genie von mir. Ja, klar. Gut, drehen wir da vorne einmal kurz um. Habe ich auch nichts gegen. Warte, jetzt interessiert mich mal was. Natürlich innen drin keine Blinkeranimation oder so. Naja, habe ich im Mähdrescher auch selten gesehen bis jetzt, dass auch mal irgendwo was vom Blinker zu sehen war. Ja. Wiesenumzäunung, nirgendwo Kollision. Nur hier. Ja, ist doch wohl ein Witz, oder? Ah. So, dann schnappen wir uns gleich mal kurz den John Deere, unseren großen Schlepper, und fahren, wie gesagt, schon da einmal zur Farm 3 runter und gucken mal, ob da die Silos sind. Ich weiß auf jeden Fall, dass auf der Farm 3 die Kartoffelwaschanlage ist. Gut, wir machen das jetzt einfach mal wie in echt, fahren die nächste Einfahrt rein. Hier fahren wir jetzt rein. Bisschen cooler finde ich es auch eventuell noch, wenn hier auf der Map ein Zollmod verbaut wäre. Also der Zollmod, nicht ein Zollmod, sondern der Zollmod. Oh, vorhin ging das schon? Ne.
Ja, ich lade jetzt auch eben das Schneidwerk auf. Ja, ist ja schon halb acht auf. Ich lade jetzt auch eben das Schneidwerk auf und dann stelle ich mal kurz die Grafikeinstellung runter und dann mache ich noch eben eine Folge. Eine. Ja, hat sich das eigentlich ausgedacht, dass sie so rum am Händler stehen? Und wer hat sich überhaupt ausgedacht, dass der Händler so winzig ist? Das Schneidwerk ist auf jeden Fall schon mal eine andere Hausnummer im Gegensatz zu dem anderen Winz 5 Meter Dingensbumsen, was wir da hatten. Ist auf jeden Fall schon mal was ganz anderes. Hier, Zaun, keine Kollision. Aber da hinten, dieser Weidezaun, diese Pfähle und die Drähte, weißt du? Flasht mich auch gerade. 7 Meter Schneidwerk, kriegen wir das überhaupt da durch? Patsch, nein, Zaun umgerissen. So, jetzt müssen wir das nur noch richtig da drauf bekommen. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ja, diese Folge habe ich mal etwas mehr geredet, wie man hoffentlich gemerkt hat. Nein, du bleibst da drauf liegen. Ein bisschen. Mann, dass der immer auf den Dingen switchen muss. Nein! Nicht schon wieder! Mann, was ist das für ein Scheiß? Ich hab's heute auch echt mit meiner Tollpatschigkeit ein bisschen. Na gut, jetzt müssen wir einmal kurz den Raps kaputt fahren. Bringt ja alles nichts, ne? Schicksal ist ein dreckiges Arschloch. Ich versuche das zwischen den Folgen zu fixen. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt LS15. Bis